Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mietenbewegung, willkommen zurück. 12.000 Menschen von jung bis alt, von der Rentnerin bis zum Designer sind vergangenen Samstag auf der Straße gewesen und im Mittelpunkt stand die wirklich wichtige Feststellung, die verdammte Miete ist zu hoch, das muss sich ändern und dafür war diese Demo am Samstag wirklich kraftvoll und sehr wichtig. Vielen Dank für alle, die da waren. Ja, wir erinnern uns, als vor einem Jahr der regierende Bürgermeister, Kai Wegner ankündigte, also er hat jetzt auch mal einschlägige Portale für Wohnungsinserate sich angeschaut und ihm ist ganz schwummrig geworden bei den hohen Mieten, die dort aufgerufen werden, hat er eine Menge angekündigt. Sie wollten Mietwucher verfolgen, mit Bußgeldern drohten sie, ganz konsequent wollten sie sein. Und nun hat der Senat aber beschlossen, es gibt gar keinen Mietenwahnsinn oder anders können wir uns nicht erklären, wenn wir Ihnen, Herr Gebler, im Fachausschuss die Frage stellen nach der Mietendemo Ihnen als erstes einfällt, dass Berlin ja eigentlich doch gar nicht so teuer sei und die Leute sich das ein bisschen einbilden. Falls Sie es noch nicht mitbekommen haben, also die Angebotsmieten in Berlin sind innerhalb eines Jahres um 27% gestiegen und eine neue Darstellung des Berliner Mietervereins zeigt nochmal, dass ein Drittel der Haushalte mittlerweile fast die Hälfte des Einkommens für die Mieten ausgibt und obendrauf kommen jetzt noch die wirklich explodierenden Heizkosten. Für viele Menschen in dieser Stadt ist das Geld für eine viel zu teure Wohnung viel zu schnell weg und fehlt eben an anderer Stelle, etwa für einen ordentlichen Schulranzen oder ein vernünftiges Essen am Ende des Monats. Doch statt die Sorgen der Menschen in dieser Stadt ernst zu nehmen, macht sich weiter Bausenator Gebler am Wochenende in der Abendschau, ich würde es so sagen, darüber lustig. Die Mieterinnen und Mieter auf der Demo hätten ja eigentlich für mehr Wohnungsbau auf die Straße gehen sollen. Also ich kann mir vorstellen, dass die Stadt Deutsche Wohnen eignen auf Transparenten lieber Bauen, Bauen, Bauen auf Baufilz gelesen hätten, aber ich weiß nicht, wie Sie sich das vorstellen. Also wenn die Miete steigt, die Wohnung aus der Sozialbindung fällt oder eine Eigenbedarfskündigung kommt, dann soll ganz einfach der nächste Kram um die Ecke kommen und ganz schnell eine Wohnung bauen. Das ist doch wirklich lächerlich und kann ehrlich gesagt nicht Ihr Ernst sein. Ja, und lieber Herr Gebler, vielleicht sollten Sie erst auch mal genau lesen, was die Demonstranten eigentlich möchten, bevor Sie im Fernsehen so eine steile These aufstellen. Eine Sprecherin des Bündnisses Mietenwahnsinn sagte im Tagesspiegel am Wochenende, möchte zitieren mit Erlaubnis des Präsidenten, natürlich finden auch wir, dass es Neubau braucht, aber wir sagen ganz klar, Neubau zu 100% kommunal, gemeinwohlorientiert und sozial und damit hat sie ganz einfach recht. Der frei finanzierte Neubau leistet keinen Beitrag, die bezahlbaren Wohnungen bereitzustellen, die wir tatsächlich brauchen. Das zeigt jetzt auch nochmal der neue Mietspiegel. Also, im Mietspiegel ist ausgewiesen, für eine 60 Quadratmeter Wohnung werden gerade Kaltmieten zwischen 1.000 bis 1.500 Euro aufgerufen. Das zeigt auch wirklich ganz deutlich, auch gibt eine gute Auswertung, auch von André Holm im neuen Mieterecho kann man sich gerne mal anschauen, dass wirklich nur ein ganz geringer Bruchteil des Wohnungsneubaus seit 2014 tatsächlich in den leistbaren Bereich fällt. Und deswegen ist doch wirklich klar, Ihre alleinige Strategie des Bauen, Bauen, Bauen ist gescheitert und auch der neue Mietspiegel ist dafür ein weiterer Beleg. Ja, wir müssen bezahlbar bauen, aber vor allem müssen wir was gegen die völlig überhöhten Mieten machen und deswegen eben auch unser Antrag Mietwucher verfolgen und stoppen. Im Jahr 2022 hat der Berliner Mieterverein knapp 1.000 eigene Fälle untersucht aus der eigenen Praxis und ist zum Ergebnis gekommen, also 98% dieser Fälle wiesen eine gesetzwidrig hohe Miete auf und in der Hälfte der Fälle wurde die Miete sogar um mehr als 50% überhalb der ortsüblichen Vergleichsmiete angemessen, verstößt also ganz eindeutig gegen Mietwucher. Gegen solche dreisten Vermieter kann und muss Berlin vorgehen. Grundlage dafür ist § 5 des Wirtschaftsstrafgesetzes, der es eben erlaubt, Mieten, die mehr als 20% über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen, als Ordnungswidrigkeit einzustufen, mit einer Strafe zu belegen und dann auch abzusenken. Das Verfahren ist sicherlich nicht ganz einfach, aber das haben wir auch im Antrag beschrieben. Die Stadt Frankfurt am Main geht da sehr erfolgreich mit um. Auch Friedrichshain-Kreuzberg hat eine eigene Stelle dafür eingerichtet und es wäre nun wirklich entscheidend wichtig, dass der Senat mal die Ansage an die Bezirke macht. Wir unterstützen euch in diesem Verfahren. Unser Antrag ist auch eine Einladung an die Mieterinnen und Mieter in unserer Stadt. Einige Bezirksämter haben ja jetzt auch schon damit angefangen, die Infos auf die Website zu stellen. Also prüfen Sie, ob Ihre Miete die ortsübliche Vergleichsmiete um mehr als 20% übersteigt. Melden Sie dies Ihrem bezirklichen Wohnungsamt und die Linke nebenan ist auf jeden Fall auch gerne beim weiteren Verfahren behilflich. So, natürlich werden CDU und SPD unseren Antrag heute ablehnen. Die SPD wird wieder sagen, sie fänden, das war irgendwie alles ganz wichtig, aber das sei Aufgabe der Bezirke. Das finde ich interessant, denn sie haben ja kein Problem damit, wenn es darum geht, Investorenbauprojekte möglichst schnell durchzupreschen und wenn die Bezirke nicht bei drei alle Investorenwünsche erfüllen, die Bezirke zu entmachten. Ausgerechnet beim Mieterschutz pochen sie auf einmal auf die Zuständigkeit der Bezirke. Ich finde, das ist selbstentlarvend. Ja, und die CDU?
Kollege Naas, der ist ja gleich dran, glaube ich, der wird uns heute wieder erklären, dass die Koalition ja die Mittel für die Mieterberatung aufgestockt hat und dass sie überhaupt ganz viel tun. Also lieber Naas, wir wissen, dass Sie nichts tun. Sie wissen, dass Sie nichts tun. Ich würde sagen, wenn man von der Welt nichts mehr erwartet, keinen Sinn, keine Veränderung und schon gar kein Aufbegehren, dann bleibt immerhin noch ein Leben in fröhlicher Trivialität. Die Mieter in Berlin können sich davon leider nichts leisten.